So, genug mit Puppen gespielt. Jetzt erstmal mit dem Schlüssel hier an den Sicherungskasten ran. Mal gucken, was da auf uns wartet. Und dann glaube ich, werden wir eine Runde Fang spielen, beziehungsweise Hide and Seek, habe ich so das Gefühl. Weil wir hier so kleine Hinweise bekommen haben, von wegen, such mich und lass dich nicht erwischen. Karte zur Sicherung. Ach Gott, okay. Die Sicherung holen. Jetzt geht auch endlich die Tür auf. Du darfst nicht wegsehen. Ja, wo darf ich denn nicht wegsehen? Bei was? Ich muss jetzt erst einmal auf die Karte raufgucken, die untersuchen. Irgendwas muss doch auf der Rückseite. Wir sind doch Freunde, oder? Bringst du mir die Sicherung für den Aufzug? Wer hat das denn geschrieben? Die Sicherung befindet sich also... Ah, EV's Elevator. Wir müssen also durch das Büro oder durch den, durch das Arbeitszimmer, über den Flur, an der Küche vorbei und dann hinten ins Schlafzimmer. Und da war auch die Stelle, wo uns das Baby im Hauptspiel verfolgt hat. Okay, also... Ach so. Deswegen sagt sie, oh, das ist ja creepy, ey. Das heißt, ich muss sie immer in die Augen sehen, weil sonst verfolgt sie uns. Guck, wenn ich einmal wegschaue, ist das krank, ey, wie die sich bewegt. Ich darf also nicht weggucken, beziehungsweise ich muss irgendeinen Weg finden, dass ich ihr immer in die Augen gucke, okay. Die Frage ist, ob ich jetzt hier durchkomme. Alter, wie schnell ist sie denn? Ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn ich mich erwischen lasse, ne? Das ist so creepy, creepy immer. Da kriege ich immer Gänsehaut. Da kriege ich sofort Gänsehaut. Ich muss quasi immer rückwärts laufen. Okay. So, mal gucken, wenn ich jetzt so gehe. Ah! Schaut euch das an, ey. Ist das weird? Das ist wirklich, wirklich weird. Wirklich. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich weiß nicht, ob ich hier lang muss. Halt! Bleib stehen. Ich habe schon die ganze Zeit gewundert, auch im letzten Part, warum unsere Mutter uns als Puppe hinterherläuft. Ja, ich muss ja vorbei an der Küche. Ich muss ja hinten ins Schlafzimmer. Da kommt sie, da kommt sie, da kommt sie. Na, Mutter, in die Küche? Hauptmutter, mach mir was zu essen. Die Frage, ey, ob ich die damit auch irgendwie behandeln kann? Nee, geht nicht. Ist hier irgendwas in der Küche? Brauche ich nicht, ne? So, Mutter, ich gehe mal weiter, ne? Hau rein. Jetzt kommt sie mir hier nach, ey, was soll das denn? Na, kommst du nicht rein? Schade. Oder kommt sie doch rein? Ich habe das Gefühl, die kommt doch irgendwann rein. Da ist diese scheiß Sicherung, okay. Oh ne. Gott verdammt. Ah ja. So, was ist das hier unten? Oder ist noch hier irgendwas? Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen. Aber die lässt mich in Ruhe, oder? Nein, jetzt gibt es zwei Puppen? Nein. Scheiße, okay, jetzt wird's doppelt und dreifach schwer. Dieses Bild, ey. Okay, okay. Finde ich auch wieder ein geiles Rätsel und auch gut gemacht. Muss ich ja zugeben, wo ich davon eigentlich nicht so ein Fan bin. Es würde jetzt auch nichts bringen, vorwärts zu gehen, weil die sind 100% sind die schneller als ich. Ich gehe weiter rückwärts. Nein, es werden immer mehr. Scheiße, es werden immer mehr Puppen. Warte mal, da steht keine. Halt! Stopp!
Da ist noch eine. Oh fuck, es werden immer mehr Puppen. Okay, mal kurz anhalten. Deswegen auch der Hinweis, ich darf nicht wegsehen. So, Schnellsicherung rein. Und so. Und hoch. Warum fährt er nicht los? Wieso machst du das? Du willst den Kristall, richtig. Weißt du, wo er ist? Ich habe ein paar Freunde für dich eingeladen. Spiel mit ihm. Dann sag ich's dir vielleicht. Oh nein. Was ist denn jetzt los? Ach, wir sind geschrumpft. Also entweder sind wir geschrumpft oder das Haus ist einfach mega groß. Wir haben immer noch nicht unsere Waffen wieder. Ach. Oh, arme kleine Rose. Ich warte hinten im Schlafzimmer auf dich. Das gibt's ja nicht, ey. Wahnsinn, wie creepy. Das wird ja immer verrückter. Das wird ja immer verrückter. Lass uns Verstecken spielen. Schaffst du es bis zu mir, ohne geschnappt zu werden? Ja, aber von wem denn? Wer fängt mich denn jetzt gleich von denen hier? Oh oh. Ich fühle mich wie so eine kleine Ratte. Ah, und von denen darf ich mich nicht erwischen lassen. Okay. Wo ist denn das Schlafzimmer? Ach, guck mal, jetzt ist auch die Karte größer natürlich. Okay, shit. Alter, die Puppen, guck dir das mal an, ey. Messer im Bauch, eine Axt durch den Kopf gejagt worden. Aber habe ich irgendwo vielleicht verstecken... Oh. Möglichkeit, mich zu verstecken? Nee, ne? Ich hoffe, die fliegen immer denselben Weg. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie die sich bewegen. Bevor ich jetzt hier irgendwie weitergehe, muss ich erstmal gucken, was sie für einen Weg nehmen. Also die eine scheint immer da im Kreis zu fliegen. Ja. Sie dürfen mich nicht sehen. Ich vermute mal, ich muss da lang? Ja, ich vermute auch. Da ist der Weg nämlich versperrt. Oh, oh. Jetzt muss ich gucken, wo die zweite lang geht, beziehungsweise wie die zweite rumgeht. Geht von links nach rechts. Und wahrscheinlich auch irgendwo wieder zurück, oder? Geht's hier einmal eine Runde? Warte mal. Oh, da ist die zweite. Oh, oh. Oh. Scheiße. Das war nicht so gut. Aber ich habe noch einmal die Chance zu flüchten. So, ich heile mich jetzt schnell. Ach nee, wollte gerade sagen, ich wollte mich heilen, aber es geht ja nicht. Ich kann mich leider nicht heilen. Ich weiß auch leider nicht, wo ich lang muss. Warte mal, ich sehe nicht so viel. Ich glaube, das war es gleich mit uns. Ich müsste ja auch einmal hier oben lang. Ich probiere das jetzt einfach. Aber sie sieht mich da oben. Shit. Shit, da ist die andere. Oh oh. Ah, okay, jetzt habe ich mich da ein bisschen erholt, wenigstens ein bisschen. Wenn die eine da oben lang geht, gehe ich doch hier lang. Oh oh. Schneller, 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 sonst sieht sie mich. Dann mache ich einfach den hier. Warte mal. So, und wieder verstecken. Das ist ein Spiel mit dem Feuer. So, und jetzt kann ich nämlich da vorne durch. Jetzt kann ich nämlich hier auch runter, hoffe ich. Ja. Und dann gehe ich einfach hier rum. Das ist ganz schön fett. Du bist vielleicht stur. Egal. Es warten noch viele Freunde auf dich.
Ist ganz schön verzwickt. Aber wie viele Freunde denn? Ich will gar nicht mehr so viele. Komme ich noch nicht ran, okay. Oder ich komme da ran. Ich war zu weit weg. Okay, ich war zu weit weg. So, Achtung, jetzt gehen die wahrscheinlich gleich hier lang. Was machen die da? Hä? Sind die dadurch jetzt abgelenkt? Gut, die sind dadurch abgelenkt. Ja, aber was? Ach nein! Ach scheiße! Ah, okay. Ja, okay. Ich hab verstanden. Die gehen immer zu dem Käfig, der runterfällt. Ah, okay. Gut, ich bin noch nicht ganz tot. Ah, okay, ich verstehe. Jetzt sind die alle da hinten und wenn ich das Ding jetzt runterlasse, dann kommen die von da hinten hierher. Sag mal, sind das auch noch Puppen? Ja, die können auch noch... Ah, okay, warte mal. Wie mache ich das jetzt? Die sehen mich dadurch, ne? Ich kann da nicht vorbeigehen, oder? Ich probiere mal. Gut, so sehen sie mich ja nicht. Muss da oben an das Ding ran. Ja, sieht gut aus. Noch sieht's gut aus. Jetzt die Frage, was lasse ich zuerst runter? Oh, oh. Die Frage ist, wo komme ich am besten ran zuerst, ne? Nur an ihn vorbei. Oh, oh. Sagt sich so einfach, ne? Muss nur an ihn vorbei. Oh shit, die fliegen hier rum. Wenn ihr vorhabt, irgendwie mal mit den Puppen zu spielen, überlegt euch das 10-mal. Ich muss quasi einmal außen rum. Die gehen immer genau parallel zueinander. Ich muss den richtigen Zeitpunkt abwarten. Jetzt zum Beispiel. Oh oh. Nein, nein. Entdeckt, entdeckt. Ja, ich kann von Glück reden, dass ich das hier immer einmal überlebe. Also, dass ich quasi einmal einen Freifahrtschein habe. Ich bin von der falschen Seite. Ich muss die jetzt eigentlich von der anderen Seite anstrahlen, aber ich komme da noch nicht hin. Weil die sich immer genau so bewegen, wie ich es nicht brauche. Vielleicht kann ich mich ja hier drinnen verstecken. Oder hier. So, einmal das befreien. So, genau. Jetzt gehen die nämlich alle da hinten hin. Warum auch immer. Voll dumm eigentlich, ne? Und dann mache ich mir jetzt einfach da hinten den Weg frei, indem ich das Ding da oben frei mache. Wenn ich daran... Ja, da müsste ich rankommen von hier unten. So, und jetzt ganz schnell hier hinten hin, dass der Weg für mich frei ist. Schlau gemacht. Aber es warten noch mehr Freunde. Hundertprozentig. Du weißt doch, was mit Mädchen passiert, die nicht lieb mitspielen. Die werden bestraft. Nee, oder? Gott, jetzt kommt meine eigene Mutter. Die riesige Holzpuppe. Oh oh. Da hat wohl einer seine Hausaufgaben nicht gemacht und wird jetzt gesucht von der Mutter. Oh oh. Ich befürchte, sie guckt hier auf. Nein, guckt sie nicht. Ich weiß ja gar nicht, ob das der richtige... Oh oh. Scheint der richtige Weg zu sein. Oh, ich hab weißes Salbei. Beziehungsweise den Zweig Salbei. So muss ich das ja richtig sagen. Jetzt geht die wieder rum. Jetzt kommt unsere Mutter wahrscheinlich auch gleich noch.
Oh oh. Ach shit, ich dachte, ich kann mich so unten drunter durchschleichen. Okay, das war nix. Oh oh. Das war nix. Schnell, schnell, schnell. Taumel bis zum Schlafzimmer. Ist nicht mehr weit. Guck mal, wir sind schon bei der Küche. Wir haben es nicht mehr weit. Oder könnte ich mich theoretisch mit dem weißen Salbei jetzt, mit dem Salbei verteidigen? Ist die Frage. Nee, ich riskiere es erst gar nicht. Ich bleib einfach hier, so wo ich bin, wie ich bin. Da lacht sie. Boah, die geht jetzt einmal, warte mal. Geht jetzt ja einmal um den Mülleimer rum. Ja, 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 sehr gut. Du siehst mich nicht. Alles gut. Da müsste, glaube ich, das Schlafzimmer sein. Hier ist noch ein bisschen weißer Salbei. Ja, ich muss das Ding jetzt hier freikriegen. Okay, und vorne. Oh oh. Ich muss jetzt erstmal deren Laufweg. Mal erahnen. Die läuft immer nur hin und her. Die läuft immer nur hin und her. Aber kann ich auch von hier vielleicht? Reicht das schon? Reicht nicht. Nee. Okay, die läuft hin und her. Nein! Nein, nein, nein! Ah, shit. Und die ist natürlich auch schnell genug. Nein! Schade, diesmal hat sie sie nicht weggeschubst. Ich dachte, die schubst sie weg. Oh fuck, wo starten wir denn dann? Aber nicht ganz von vorne, oder? Nein, okay, hier. Von der Küche aus. Vielleicht muss ich die jetzt mit dem weißen Salbei bekämpfen. Ich versuch's mal. Ah! Seht ihr, hat ganz gut funktioniert. So, jetzt schnell vorbei. Oh oh. Nein, unsere Mutter. Nein, Mutter. Das habe ich nicht so gemeint. Ich wollte das gar nicht. Shit. Okay, stopp. Gut, sie ist jetzt ein bisschen am Struggeln. Sie ist ein bisschen durcheinander. Die Zeit nutze ich. Jetzt heißt es nur noch flüchten, glaube ich. Den Puppen entkommen. Oh Gott, jetzt liegen die überall herum. Oh, und ich kann nichts machen. Die kommen überall raus. Schnell, 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 schnell. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich habe wohl Freunde. Aber bloß keine Puppen. Ich wusste schon, warum ich keine Puppen habe zum Spielen. Shit. Ach, da oben. Komm, schnell, 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 schnell. Ich bin zu weit weg, ich bin zu weit weg. Irgendwann kriegen sie es zurück. Oh. Endlich, ich habe dich gefunden. Los, komm. Er ist für mich gestorben.
Manchmal frage ich mich, wie mein Leben gewesen wäre, wenn er noch da wäre. Hat er mich Fahrradfahren gelehrt? Mit mir Hausaufgaben gemacht? Mir Geschichten vorgelesen? Wäre er für mich da gewesen? Stolz auf mich? Wenn ich nicht weiter weiß oder Angst habe, stelle ich mir vor, was er zu mir gesagt hätte. Wo sind wir? Fühlt sich vertraut an, als ob ich schon mal hier war. Tja, wir sind zu Hause. Sieh dir all die Deko an. Gab's eine Party? Den Ort erkunden. Hier haben wir gestartet, im Hauptspiel. Hier hatte uns unser Vater zum ersten Mal auf dem Arm, als Rose noch ein Baby war. So schnell kommen wir also vom Haus der Puppenspielerin hier hin. Schon unheimlich, aber irgendwie auch cool, diese ganze Geschichte, das mal zu verfolgen und auch diese Fragestellung zu erledigen. Wohnzimmer dekorieren? Erledigt. Wein kaufen, ins Esszimmer stellen? Check. Zusätzliches Geschenk für Rose ins Arbeitszimmer ist versteckt. Ja, scheinen Vorbereitungen gewesen zu sein für irgendeine Geburtstagfeier. Nur den wievielten Geburtstag? Eine Karte ist hier nicht verfügbar. Der wievielte Geburtstag wäre das gewesen? Hier sind noch Windeln. Unsere alten Spielsachen. Tja. Wie gesagt, sie kann nichts für ihre Kräfte. Ne? Sie hat die einfach bekommen und dann wirst du gemobbt. Und das verfolgt sie halt jetzt auch in ihren... Sie ist so winzig. ...Gedanken. Kaum zu glauben, dass sie eines Tages alt genug sein wird, mit ihrem Papa anzustoßen. Diese Stimme. Ist das... Dad? Hier muss ich als Baby mit meinen Eltern gewohnt haben. Ich wette, hier gibt's noch mehr Dinge mit Erinnerung an meinen Dad. Und wir hören auch genau die Sätze, die Ethan gesagt hat in dem Hauptspiel. Das könnt ihr gerne nochmal nachverfolgen. Davon kann sie einfach nicht genug kriegen. Ich wette, ich musste nie lang nach der Flasche schreien. Schön. Für sie schöne Erinnerung. Und für uns auch nochmal so ein bisschen, ja, eine Zeitreise zurück, als Rose noch ein kleines Kind war, ein Baby war. Sieh dich in Ruhe um. Ja, mal gucken, ob wir auch Ruhe haben. Das ist halt die Frage. Oder ob wir nicht doch irgendwie spontan wieder Besuch bekommen. Aber ich vertraue jetzt dieser Stimme, egal wer das ist. Rose ist super wählerisch. Sie will nichts außer Früchtebrei. Hab wohl schon immer Obst gemocht. Aha. Hat sie auch viel davon gegessen wahrscheinlich. Die Abstellkammer, die haben wir zum Beispiel im Hauptspiel gar nicht kennengelernt. Da hing hier, glaube ich, ein Zettel. Irgendeine Nachricht für Ethan oder von Ethan für irgendjemanden. Gibt's hier hinten vielleicht noch irgendwas? Ich gucke, ob ich nichts übersehen habe. Doch, ist wirklich alles schön dekoriert. Muss ich sagen, aber da hinten war auch noch irgendwas, oder? Nee, das war von dem Wein. Okay. Genau, das war hier der Flur. Und hier ist sogar eine Speichermaschine. Guckt euch das an. Sehr schön. Ich speichere nochmal kurz. Auf der 7. Dann gehen wir nochmal ein bisschen weiter. Vergiss nicht, dich oben umzusehen. Ja, ich bin auf dem Weg. Jetzt kommen wir gleich in mein altes Kinderzimmer. Ins Babyzimmer. Gehen erstmal hier lang. Badezimmer. Gut, wahrscheinlich nichts Spektakuläres. Hier kann ich mich immer noch nicht spiegeln. Hier die Hochzeitsuhr. Das ist eine ganz besondere Melodie für uns.
kenne ich irgendwoher. Ist schön. Ja, wirkt sehr vertraut. Die haben wir übrigens auch im Haus der Puppenspielerin gefunden. Die mussten wir wieder richtig zusammensetzen. Ich finde es cool, dass dieser DLC, ja, selbstverständlich muss man sagen, so ein bisschen Bezug auf das Hauptspiel nimmt. Ist auch eigentlich, ja, immer so, ne? Deswegen ist ja auch ein DLC, das zum Spiel nochmal irgendwas Ergänzendes wird. Habe ich hier geschlafen? Ah ja, guck mal, unser altes Babybett. Wie schnell sie wächst. Sie wird von Tag zu Tag größer. Dieses Bettchen ist so klein. Ja. Wird ihr der Strampler etwa schon zu klein? Kaum zu glauben, wie klein ich mal war. Tja, und hier war doch auch, glaube ich, ihr Affe, glaube ich, den wir auch im Puppenhaus jetzt hatten. Hier ist der Laptop von meinem Dad. Am 2. Februar wird Rose 6 Monate alt. Dieses halbe Jahr verging wirklich wie im Flug. Ich wollte diesen Moment und meine Gefühle festhalten, also habe ich sie aufgeschrieben. Ist aber, glaube ich, ein bisschen sehr schnulzig geraten. Wäre jedenfalls peinlich, wenn jemand das lesen würde. Habe es also fürs Erste in eine der Kommodenschubladen getan und den Schlüssel zur Schublade hinten an mein Lieblingsfoto versteckt. Okay, hinten an dem Lieblingsfoto entdeckt. Gut, da brauchen wir wahrscheinlich einen Schlüssel. Ja. Dann suchen wir den Schlüssel. Beim Lieblingsbuch des Vaters oder beim Lieblingsbild. Ich frage mich, ob sie mir später mal ähneln wird. Ich sah so glücklich aus. Aber das kann man auch untersuchen. Aha. Schubladenschlüssel. Und untersuchen. So. Ein Brief an mich? Alles Gute, kleine Rose. Mein Geschenk ist ein Versprechen. Ich bin immer für dich da, was auch passiert. Ich werde jedes Jahr da sein, wenn du deine Geburtstagskerzen ausbläst. Ich werde dir Frühstück machen und dich jeden Tag zur Schule bringen. Ich werde da sein, wenn du schlecht geträumt hast und dir vorsingen, bis du wieder einschläfst. Ich werde dich umarmen, wenn du Kummer hast und dir sagen, dass alles wieder gut wird. Du bist mein Ein und Alles. Vergiss das niemals, Dad. Niemand liebt dich. Nein! Michael! Michael, hilf mir! Michael, nein! Nein, das glaube ich nicht. So was Schönes. Ein Brief von unserem Dad. Und dann kommt sie um die Ecke. Weißt du was? Dieses Ding, das du suchst, ist nicht hier. Du hast den reinigenden Kristall nicht? Natürlich nicht. Für den musst du tiefer gehen. Viel tiefer. Arme Rose. Sie kann niemandem trauen. Warum tust du das? Niemand liebt dich. Und wenn du stirbst, wird niemand um dich trauern. Genug gespielt. Ach, shit. Ersäufst du! Schade, so schöne Erinnerung. Ich muss aus diesem Haus raus. Ich bin schon auf dem Weg. So schöne Erinnerung zu Hause und jetzt bin ich in so. Oh. Ich war zuerst da. Ach. Ich muss das hier irgendwie befreien. Shit. Was soll Warum das denn? Oh. Will sie nur dich? Wovon redest du, verdammt? Guck dich an! Du bist absolut nichts wert! Was ist dein verdammtes Problem?
Das frage ich mich allerdings auch. Auf jeden Fall müssen wir hier jetzt erstmal ganz schnell raus, durch den Fahrstuhl. Aber ich befürchte... Huch. Ah, weißer Salbei. Sehr schön. Den werde ich mir gleich nochmal einheimsen. Zack. Oh Gott. Schnell, 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 schnell. Du bist einfach zu gierig. So viele Freunde, doch es ist nie genug. Aber warum? Ich verstehe das gar nicht, warum dieser Hass auf uns auf einmal da ist. Komm, schnell raus, schnell raus. Wo willst du denn hin? Sieh mal, deine Familie ist da. Schluss mit dem Scheiß! So, jetzt sind die erstmal gelähmt. Jetzt kommen diese ganzen Holzpuppen wieder hinter mir her, ey. Stirb! Stirb! Nein! Irgendwann reicht's doch auch mal, oder nicht? So eine, boah, schlimme Vergangenheit, ey. Das wäre meine Gelegenheit gewesen. Sie sollten nach ihrem Tod hier zu mir kommen. Was? Nun! Was? Hör auf! Wie bist du überhaupt hier? Ich weiß es nicht. Beeil dich, ich beeil mich doch. Gut, du hast es geschafft. Dann ist das vielleicht die ganze Zeit unser Vater gewesen, Ethan. Sei vorsichtig. Habe ich jetzt mal meine Waffen auch wieder? Ah, Evelyn. Dieses Mädchen? Die hatte Ethan auch in ihrem Traum. Wir können immer noch nicht raus. Warum denn nicht? Das ist so krank, ey. Echt. Wahnsinn. Wie lange soll das denn noch weitergehen? Ich bin doch schon fast oben, oder nicht? Benutze deine Kräfte an ihr. Wenn sie schwach ist, kann ich helfen. Okay. Gegen Evelyn kämpfen. Na, vielleicht ist das der Endfight. Das sollte helfen. Jetzt haben wir mittlerweile Behälter 4. Das heißt, wir werden noch stärker. Und Arznei, jawoll. Habe ich meine Waffen denn noch wenigstens wieder? Nee. Ganz ruhig, du schaffst das, ja. Ich schaff das. Du entkommst nicht. Ich schaff das. Ich schaff das doch, oder? Ah, ich muss dich hinter verstecken vielleicht. Ah, okay, ich verstehe. Er gibt mir Hinweise. So, jetzt vielleicht? Ja. Jetzt raus. Achso, mit Rose Kräften bändigen. Aber... Sie hätten noch ihren Tod meine Familie sein sollen. Ja, waren sie aber nicht. Aber sie sind wie besessen von ihrer blöden alten Rose. Ich bin nicht blöd. Ich bin einfach besser als du. Ah, wir müssen also uns... Oh, oh. Verstecken. Oh nein. Und bevor sie uns attackiert... Okay. Ich verstehe. Pass auf, wo du hintrittst. Oh, oh. Wärst du nicht geboren, wäre alles perfekt gewesen. Ist die eifersüchtig, ey. Unfassbar. Wie kann man so eifersüchtig sein? Ich muss jetzt nochmal den Salbei benutzen. Geh weg. Oh, oh. Wo ist er denn? Da oben. Da oben muss ich hin. Okay. Du bist bescheuert. Oh, shit. Gut, ich muss jetzt echt aufpassen. Vorsichtig sein. Ich glaube, ich muss hier hinter. Ich war besonders. Ah, fuck. Ich muss das da oben erstmal freimachen. Sonst komme ich da oben nicht hin. Oh, oh nein. Komm, versteck dich nochmal. So, jetzt aber. Jetzt muss ich hoch. Und sie attackieren. Scheiße, da komme ich nicht hin. Jetzt. Du bist wertlos. Ein Licht. Ein Monster ohne Freunde. Oh nein. Du hast mich. Okay.
dann bleibe ich hier. Aber jetzt. Hä? Jetzt ist sie weg. Fokussiere deine Kräfte länger. Ich helfe dir. Das gefällt mir. Ich kann doch dafür nix. Bekommst du, was du willst. Klaus, pass auf! Gib nicht auf, Rose. Finde den Kristall. Ethan Winters, unser Vater, in letzter Sekunde ist er uns zu Hilfe gekommen, wie er es in seinem Brief geschrieben hat. Boah, Wahnsinn. Und wo sind wir jetzt? Im Dorf. Michael? Bist du da? Rose, pass auf! Mich gerettet. Aber er hat's nicht geschafft. Er klang genau wie Dad. Ist Michael mein Vater? Gib nicht auf, Rose. Finde den Kristall. Dank ihm kann ich weitermachen. Ich muss diesen Kristall finden. Weiterhin den Kristall finden. Jetzt sind wir raus aus dem Puppenhaus. Ich weiß gar nicht, wo wir hier sind. Muss ich auch ohne Hilfe. Erst nochmal kurz zurechtfinden. Ach, ich habe meine Waffen wieder. Und meine anderen Sachen auch. Ach, ist das schön. Ich kann aber leider nichts kombinieren. Ich gehe jetzt hier an die Rechenmaschine. Genau die habe ich gesucht, denn ich brauche jetzt erstmal eine kurze Pause. So viel Action, ey. Wahnsinn. Gegen Evelyn gefightet. Wahrscheinlich besiegt. Gerettet von unserem Vater. Schöne Story. Bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Macht's gut. Bis zum nächsten Part.